Ja, willkommen zu einem neuen Video der Serie Eigene Programmiersprache erstellen. Und in diesem Video geht es wieder mal um ein Konzept. Und zwar eins, was zusammen mit GoTo und Sprungmarken, was wir hier im letzten Video hatten, quasi so der absolute Grundstein für jede Programmiersprache ist. Zumindest vermute ich das sehr stark. Und zwar if oder abfragen. So, wie verwendet man dieses if jetzt? Das macht man folgendermaßen. Man schreibt quasi if, dann irgendeinen Ausdruck. Was das ist, erkläre ich später noch. Und dann then, also dann sozusagen, damit der Interpreter später auch weiß, hey, der Ausdruck ist zu Ende. Also dann Aktion oder Action, wenn wir es schon Englisch halten. So, jetzt, wie wird das Teil ausgeführt? Also das hier ist ja jetzt quasi nur eine abstrakte Darstellung. Wenn wir jetzt meinetwegen mal irgendwas anderes haben, meinetwegen wir haben eine Eingabe, also das, was wir jetzt verwenden, sind halt Variablen. Das ist ein Konzept, was ich in einem weiteren Video noch erklären werde. Aber ich verwende es dir jetzt einfach trotzdem. Also var a ist gleich Eingabe. Also diese Zeile soll in dieser Pseudosprache jetzt einfach mal dafür da sein, dass hier in a ein eingegebener Wert steht. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, also das hier ist ein Beispielprogramm. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, if und dann a gleich 1. Then Echo oder then Ausgabe a ist 1. So, was macht das? Oder was soll es machen? Es ist ja nur ein Konzept, das funktioniert so nicht wirklich. Also, erstmal wird eine Variable a auf Eingabe gesetzt, auf den Wert einer Eingabe. Wie das funktioniert, kommt in späteren Videos. So, und dann, wenn a den Wert 1 hat, also wenn der Wert 1 eingegeben wurde, dann mache das, was hier hinter steht. Sonst allerdings nicht. Also das wird nur dann ausgeführt, wenn a auch wirklich den Wert 1 hat. Wenn es den Wert 2 hat, dann wird das hier hinten, also Ausgabe a ist 1, nicht ausgeführt. Sondern wirklich nur, wenn die Bedingung hier, dieser Ausdruck hier in dem Abstrakten, wenn der stimmt, also wenn da rauskommt, ja, ist so, dann hier, dann wird das hinter dem then ausgeführt, sonst nicht. Gut. So viel zu dem Thema. Und dann kann man das jetzt später auch sehr gut in Verbindung mit GoTo verwenden. Also man kann meinetwegen sagen, nicht then Ausgabe a ist 1, sondern then GoTo Sprungmarke. Und dass man das machen kann, dieses GoTo-Sprungmarke dahinter, das ist sehr wichtig. Also das sollte man, wenn man eine Programmiersprache, die auf GoTo basiert, verwendet, sollte man das auf jeden Fall möglich machen, dass als Resultat einer if-Abfrage, wo der Ausdruck wahr ist, dass man dann auch zu einer Sprungmarke springen kann. Alternativ kann man es sogar so machen, dass man nur zu einer Sprungmarke springen kann. Also, dass man keine andere Aktion hat. Aber man braucht unbedingt die Möglichkeit, hier zu einer Sprungmarke zu springen. Warum? Das kommt im nächsten Video. Jetzt habt ihr auf jeden Fall gesehen, wie if-Abfragen funktionieren. Also, dieser Ausdruck hier,
was ich noch vergessen habe, dieser Ausdruck, der muss natürlich vorher noch interpretiert werden. Das ist wichtig. Den darf man nicht da reinkompilieren in das fertige Programm, sondern der muss wirklich zur Laufzeit kompiliert, also interpretiert werden. So. Und nur wenn der dann richtig ist, also wenn da wahr rauskommt, hier zum Beispiel bei dem a gleich gleich 1, dann soll das dahinter ausgeführt werden, sonst nicht. Das ist wichtig. So. Jetzt habt ihr, glaube ich, das Konzept von if verstanden und wie es im Grunde aufgebaut ist. Also habt ihr den wichtigen Teil jetzt schon hinter euch. Und jetzt kommen wir dahin, wie das dann ausgeführt wird, was ich allerdings eben schon fast vorweggenommen habe. Also, if sagt dem Interpreter, hey, da ist eine if-Abfrage. Das bedeutet, hier ist der Cursor, das bedeutet, danach lese ich so lange hier diesen Ausdruck ein, der ja a gleich gleich 1 ist, bis ich ein then finde. Oder bis ich das Schlüsselwort dafür finde, dass der Ausdruck hier beendet ist. So. Und dann, wenn ich dann dieses then gefunden habe, dann interpretiere ich diesen Ausdruck. Weil dann weiß ich, hey, der ist. Den habe ich vollständig eingelesen. Das heißt, ich interpretiere den. Und da kommt dann entweder wahr oder falsch raus. Und dann, wenn dort wahr rauskommt, dann mache ich das, was hinter dem then steht. Sonst beende ich einfach die if-Abfrage und gehe weiter in die nächste Zeile. Das ist quasi das, was der Interpreter mit diesen if-Abfragen macht. Oder zumindest eine sehr einfache Version davon. Halt die Grundlage. So, und dann würde ich sagen, war es das endlich mit diesem Video. Und ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, was if-Abfragen sind, wie man die verarbeiten kann in seinem eigenen Interpreter. Das einzig Schwierige daran ist halt, dass man diese Ausdrücke irgendwie interpretieren muss. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.